Hallo liebe Freunde auf Facebook, YouTube, Twitter und Co. Hier ist wieder der Jörg von Bodomotion. Heute starte ich direkt am Rechner, um euch ein paar kleine Tipps und Kniffe in der Benutzung von Lightroom zu zeigen. Lightroom ist ein hervorragendes Werkzeug, um seine Bildersammlung aus Fotoshootings, privaten Events etc. zu organisieren, verwalten und sogar zu bearbeiten. Das Problem daran ist eigentlich, dass man bei einer Fülle von Fotoshootings auch eine ganze Menge Bilder bekommt, die man für sich organisieren muss. Dazu bietet Lightroom natürlich auch gewisse Möglichkeiten an. Und eine von mir wirklich gerne genutzte Möglichkeit ist der Einsatz von Smart-Sammlungen. Ihr seht hier auf meiner linken Seite, dass ich schon einige Smart-Sammlungen für mich erstellt habe. Bei einigen sind Bilder vorhanden und bei anderen nicht. Wenn ihr euer Lightroom frisch installiert habt, so werdet ihr manche dieser Smart-Sammlungen haben und manche eben nicht. Und in diesem Video zeige ich euch, was ihr damit machen könnt und wie ihr euch so eine Smart-Sammlung erstellt. Fangen wir an. Als allererstes klickt ihr hier oben auf das Plus-Symbol. Sagt Smart-Sammlung erstellen. Dann gebt ihr der ganzen Geschichte hier einen Namen. Also zum Beispiel könntet ihr nun sämtliche eurer EXIF-Daten aus den Kamerabildern abfragen, zum Beispiel ISO-Werte, Verschlusszeiten, Brennweiten und so weiter. Sagen wir hier, ich möchte mir eine Smart-Sammlung erstellen, in der ich mir alle Fotos anzeigen lasse, die ich mit einem 135mm Objektiv gemacht habe. So, dann gebe ich hier oben 135mm ein, das soll mein Titel sein. Und dann sage ich hier, dass ich Kamerainformationen abfragen möchte. Zum Beispiel hier die Brennweite. Dann sage ich hier, entspricht ja, oder entspricht nicht, ist größer oder kleiner als. Damit könntet ihr dann zum Beispiel Bereiche angeben, wenn ihr ein Zoom-Objektiv einsetzt. Da ich überwiegend mit Festbrennweiten arbeite, ist es für mich hier einfacher. Ich sage hier, zeige mir alles, was 135 mm entspricht. So, jetzt sage ich erstellen und habe hier 135 mm. Und ihr seht, dass Lightroom für mich automatisch schon eine Auswahl aller Bilder in meinem Fundus vornimmt, die mit einem 135 mm Objektiv gemacht worden sind. Das macht die ganze Sache für mich sehr einfach, wenn ich zum Beispiel Bildstile dann auswählen möchte. Sie sind ein wunderbares Werkzeug, um eben die Organisation in Lightroom voranzutreiben. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Kommentiert das Video, falls ihr noch weitere Vorschläge habt. Teilt es mit euren Freunden, lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich auf euer Feedback. Euer Jörg.